Ich grüße Sie alle ganz herzlich, die Sie jetzt am Bildschirm oder am Monitor sitzen und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Das Weihnachtsfest ist vorbei, der Jahreswechsel ist auch vorbei. Wir haben ein aufregendes Jahr verabschiedet und ein neues, ungewisses Jahr willkommen geheißen. Wenn ich durch die Straßen unserer Stadt gehe, dann leuchten zunehmend die Schwibbögen länger als gewohnt bis zum 2. Februar. Wir nennen ja diese Zeit zwischen dem 6. Januar, dem Fest der Anbetung der Heiligen Drei Könige und dann dem 2. Februar die sogenannte Epiphaniaszeit. Und an diesen Sonntagen im Januar fragen wir danach, wer ist es eigentlich, der da geboren worden ist? Wer ist dieser Jesus? Nur das niedliche Baby da in der Krippe oder ein Religionsstifter, wie es so viele gibt, oder ein Vorbild für uns? Gottes Sohn, sagt uns die Bibel. Welche Hinweise gibt er selbst? Ich lade Sie ein, in diesem Gottesdienst diese Spuren ein wenig zu verfolgen und miteinander zu suchen, wer ist das, dieser Jesus, den wir da feiern, der da geboren ist. Und da bitte ich unseren Herrn, dass er uns jetzt diesen gemeinsamen Gottesdienst segnet. Wir wollen gemeinsam beten. Herr, unser Gott, du Gott der Barmherzigkeit, du hast Jesus Christus in diese Welt gesandt, damit er durch sein Licht unsere Dunkelheit vertreibt, damit er uns Hoffnung und Freude bringt, egal wie schwierig das Leben um uns herum ist. Er richtet unseren Blick auf deine Liebe und auf deine Treue. Wandle du alle Niedergeschlagenheit in einen Lobgesang deiner Hilfe. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser. Amen.
Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht im 2. Buch Mose im 33. Kapitel. Mose sprach zu dem Herrn: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorbeigehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam den Predigttext hören. Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht bei Johannes im 2. Kapitel. Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen:
füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wie heißt es so schön, Spaß muss sein. Das merkt man erst so richtig, wenn der Spaß ausgebremst ist. Kein Urlaubsspaß, kein Einkaufsspaß. Der Jugend wird der Spaß gekürzt, dabei wird Spaß immer wichtiger. Alles muss irgendwie Spaß machen. Ich war voriges Jahr mal auf dem Leipziger Hauptbahnhof und suchte dort eine Toilette. Und dann stand ich vor der Toilettentür und las: Willkommen in der neuen, komfortablen Sanitärwelt, die einfach Spaß macht. Also auch die Toilette. Spaß muss sein. Und dann Jesus. Wir haben die Geschichte gehört, wie er Wasser in Wein verwandelt. Ist er jetzt der Partyretter, der es möglich macht, dass der Spaß kein Ende nimmt? Wenn wir uns das einfach überlegen, da hat er 600 Liter Wein gemacht. Da kann man ganz schön viel Spaß haben damit. Aber geht es Jesus wirklich um diese Dinge? Geht es ihm darum oder ging es ihm nicht vielmehr um die Menschen am Rande der Gesellschaft, um die Menschen, die seine Hilfe brauchten? Ich lade Sie ein, dass wir miteinander ein klein wenig mehr in diese Geschichte hineinhören. Ich bin am letzten Satz hängen geblieben. Ich will ihn noch mal zitieren. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und das macht deutlich, es geht hier nicht um eine betrunkene Hochzeitsgesellschaft, aber es ist ein Zeichen oder vielleicht noch deutlicher ein Hinweiszeichen, was er gibt. Wir sollen an dieser Geschichte etwas ganz Grundsätzliches über diesen Jesus erfahren. Ja, es ist eigentlich sogar noch gewichtiger. Es heißt, er offenbarte seine Herrlichkeit. Und ich will das mal so sagen. Jesus will mit seinem Handeln einen Einblick in Gottes Wesen geben. Er will uns ahnen lassen, was Gott auf dem Herzen hat. Und er will es deutlich machen an einem Zeichen. Wir sollen ein Stück staunend daneben stehen und sagen, oh, so wunderbar ist unser Gott. Aber erstmal geht es in dieser Geschichte ziemlich ruppig zu. Es ist ihnen gewiss aufgefallen, dass Jesus mit seiner Mutter nicht gerade so sehr freundlich spricht. Die Mutter bemerkt den fehlenden Wein. Das ist ja auch eine Peinlichkeit für den Bräutigam und denjenigen, der verantwortlich ist für dieses Fest. Und sie weiß sofort, das ist ein Fall für ihren Sohn. Sie hat es ja erlebt. Das Wunder der Schwangerschaft, die Hirten, die Könige, die Engel, alles das, was wir zu Weihnachten gehört haben. Sie weiß ganz genau, wenn hier an dieser Stelle einer helfen kann, dann ist es ihr Sohn. Er ist schließlich Gottes Sohn. Und so stößt sie ihn ganz sachte an. Du, der Wein ist alle, dass er es auch ja nur bemerkt. Und wie antwortet Jesus? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und damit sagt er zweierlei. Hinter seinem Handeln steht ein Plan. Er macht also nicht einfach mal dies und das, was ihm sich gerade gut anfühlt und was die Leute von ihm erwarten und was so gerade geht,
sondern wenn er etwas tut, dann hat er seinen Sinn, dann ist das mit Bedacht, dann ist das geplant, eben wie es hier heißt, als Zeichen. Und vor allem, wenn er etwas macht, dann tut er es nicht unbedingt nach den Vorstellungen von uns Menschen. Wenn ich mir überlege, das Volk Israel, sie hätten sicherlich auch ihren Messias viel eher haben wollen, nicht so lange warten wollen. Und dann hätten sie sich auch vielleicht einen ganz anderen Messias gewünscht als Jesus. Aber wie heißt es dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, da hat alles gepasst, jedes Detail. Wir haben es ja in der Weihnachtsgeschichte wieder gehört. Und wir kennen das ja auch in der ganz profanen Geschichte, wenn ich zum Beispiel an die Reformation denke. Bei einem Jan Hus, da war die Zeit eben noch nicht da. Und dann wenig später bei Martin Luther, da hat es gepasst. Und da nahm die Reformation ihren Lauf. Im Nachhinein sieht man manches anders. Und bei unserem Gott, da ist das an vielen Stellen auch so und an manchen Stellen für uns noch etwas schwieriger und manchmal auch mühsam. Vielleicht beten wir am Krankenbett oder wir beten, damit der Gang der Dinge in eine bestimmte Richtung geht. Beten viel, lange, inständig, flehen unseren Gott an und dann passiert nichts oder erst irgendwann oder ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Jesus macht es hier deutlich als Zeichen und das hat seine Zeit, da stimmt alles. Er macht damit deutlich, er ist souverän über den Gang der Dinge. Es ist ein Stück der Herrlichkeit Gottes, die sich auch in dieser Souveränität zeigt. Ein Stück seiner Majestät, ein Stück seiner Göttlichkeit. Wie gesagt, ein Zeichen. Sie sollen sehen, er, der Sohn Gottes. Aber kurz danach tut er das Wunder, von dem seine Mutter gehofft hatte, dass er es tun würde, tut er es doch. Das sind die Riesenkrüge für die kultische Reinigung. So etwa 600 Liter gehen da rein, Wein im Überfluss. Die Hochzeit wird ein Freudenfest ohne Ende. Wein, Hochzeit, Überfluss. Den Leuten, die das erlebt haben, denn müssen an der Stelle die Ohren geklingelt haben. Hochzeit, das ist nicht nur damals das größte Freudenfest der Familie und des ganzen Dorfes gewesen. In der Bibel ist es immer und immer wieder ein Bild für das Verhältnis Gottes zu seiner Gemeinde. Ein ganz tief geprägtes Bild, wo die Leute sofort Hochzeit und da passiert was Besonderes, da wissen die sofort Bescheid. Ein Bild für das Verhältnis Gottes zur Gemeinde, wie Braut und Bräutigam in Liebe verbunden sind, so ist Gott mit seiner Gemeinde verbunden. Wie er seinen Bund hält in Treue, wie auf ihn Verlass ist, genau so die Hochzeit, ein Bild dafür, dass Gott seinen Bund mit den Menschen hält. Ein Zeichen der Treue Gottes. Er wird nicht untreu, selbst wenn seine Gemeinde, selbst wenn sein Volk untreu wird. Unser Gott nicht. Er steht zu seinem Wort und ist seinem Menschen in Liebe verbunden. Und dann der Wein. Die Menschen, die damals die Hochzeit zu Kana miterlebten, die kannten das Wort Gottes gut. Zum großen Teil kannten sie es sogar auswendig. Wein im Überfluss. Da sind denen sofort die Worte der Propheten eingefallen. Da heißt es bei Amos und Joel zum Beispiel, da heißt es dort, dass die schweren Zeiten, in denen das Volk Gottes zu dieser Zeit gerade war, wo Israel gerade durchging, dass diese schweren Zeiten nicht Gottes letztes Wort sein werden. Gott wird das Schicksal wenden. Und dann heißt es,
Die Berge werden von süßem Wein triefen. Das war für das Volk Israel eine ganz feste Gewissheit. Und das ist es auch für die Christen. Unser Gott hat die Zeit in seiner Hand. Auch schwere Zeiten sind nicht sein letztes Wort, sondern er hat das letzte Wort. Das letzte Wort, das wird nicht Leid sein, sondern Freude. Das wird nicht Chaos sein, sondern eben, und da wieder dieses Bild, was die Propheten benutzen, Berge, die von süßem Wein nur so triefen. Wie gesagt, ein Zeichen von Jesus, was er hier setzt, ein Hinweiszeichen, kein Beweis. Ich kann mir vorstellen, manche, die haben das damals gar nicht mitbekommen, andere haben es gar nicht geglaubt, dass Jesus sowas gemacht hat, als sie davon erzählt bekommen haben. Manche haben vielleicht lächelnd die Schultern gezuckt und gesagt, ach, den laden wir uns auch mal ein. Und manche haben dieses Zeichen gesehen. Und wir stellen es uns heute vor Augen. Und es heißt, es ist das erste Zeichen, was Jesus tat. Vielleicht könnten wir es sogar als eine Art Regierungserklärung bezeichnen. Das, wo Jesus zeigt zum ersten Mal, was von ihm zu erwarten ist. Und das, sagt er, nicht dies und das und so sollt ihr sein, sondern sein erstes Zeichen ist Freude, ist Hochzeit, Gottes Liebe, Gottes Treue. Ja, nicht unbedingt Spaß um jeden Preis, aber Freude. Freude inmitten des manchmal so anstrengenden Lebens. Wir hatten gefragt, wer ist es, dieser Jesus? Es ist der, der die Freude Gottes mitten in dieses Leben hineinbringt. Eine Freude, die in unseren Herzen beginnt. Ja, ich möchte es mal so sagen, es ist ein Stück Freude, das aus der Ewigkeit in unser Herz fällt, in das Leben, das uns manchmal so voll und ganz fordert. Ist es dieses Stück Freude von Jesus, was in unserem Herzen ist, seine Liebe, eben seine Freude. Und ich lade Sie ein, gerade jetzt in der schwierigen Zeit, in der wir sind, und der schwierigen Zeit, die noch vor uns liegt, ihn zu suchen und dieses Stück Freude, was er in unser Leben bringt. Amen. Thank you.
Ich lade Sie ein, dass wir jetzt noch einmal gemeinsam beten. Herr, unser Vater im Himmel, wir stehen am Beginn eines neuen Jahres, von dem wir nicht wissen, was es uns bringt. Wir danken dir für alle Hilfe und Bewahrung, die wir im vergangenen Jahr erfahren haben, und auch dafür, dass du uns in der schweren Zeit nicht allein gelassen hast. Danke für dein Wort, das uns zeigt, du bist treu, du stehst zu uns und deine Gedanken über uns sind voller Liebe. Dein Weg für uns ist der Weg des Heils. Lass uns auch im neuen Jahr, in den Wochen und Monaten, die vor uns liegen, ganz besonders auf dich vertrauen und alle Hoffnung auf dich setzen. Wir bitten dich für die, die einsam sind, für die, die voller Angst und Trauer sind, für die die Zukunft nur ein dunkles Loch ist, bringe du Licht in ihr Leben und lass uns die Boten deines Lichtes sein. Wir bitten dich für die, die unter der Last von Pflege, Arbeit und veränderten Lebensbedingungen leiden. Schenke du ihnen den Blick auf dich und dass du sie nicht aus den Augen verlierst. Und lass uns sehen, wo Menschen auch unsere Hilfe brauchen. Danke, dass du der Herr bist und diese Welt in deiner Hand ist. Danke, dass du in deinem Wort sagst, du wirst das letzte Wort sprechen und dein Wort ist Güte, Treue, Liebe und Heil. Danke. Wir beten zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du Licht vom Lichte, du Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus, Heiland der Welt. Christus, Erlöser aller Welt, des Vaters eingeborener Sohn, du kommst zu uns in unsere Zeit, bist Mensch und bist auch unser Gott. Du Licht von mir, Licht in unsere Nacht, du alle Hoffnung einst der Grund, erhöre du unser Gebet, das wir dir bringen voll Vertrauen. Du Licht von Lichte, du Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus, Heiland der Welt.
dich oft und auf dein Licht. Du Licht von Lichte, du Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus, Heiland der Welt. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle allen noch ein ganz gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich an Jesus Christus festhalten, dass Sie im Alltag gestärkt werden und dass Sie seine Gegenwart immer wieder erleben. Und jetzt möchte ich Sie unter den Segen unseres Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.